Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Fernsehgespräch der Neuen Zürcher Zeitung. NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Wie immer zusammen mit meinem Kollegen Marco Ferber. Topadresse in der Festivalwelt, Mekka der Orchesterkultur. Das sind nur zwei von vielen Zuschreibungen für das Luzern Festival, die früheren internationalen Musikfestwochen Luzern. In gut einem Monat findet das Eröffnungskonzert des Sommerfestivals statt. Und ab dann wird die Stadt Luzern für einen Monat lang wieder so etwas wie die Welthauptstadt der klassischen Musik sein. Diese herausragende Stellung in der Welt der Klassik verdankt das Festival zu einem guten Teil Michael Häfliger, der es seit 17 Jahren als Intendant leitet. Michael Häfliger ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Häfliger, bei NZZ Standpunkte. Danke sehr. Herr Häfliger, wir sind jetzt rund 5 Wochen vor dem Beginn des Festivals. Was lässt Sie in den letzten 5 Wochen schlecht schlafen, dass Ihnen ein Star unerwartet absagt, dass ein ganzes Orchester kollektiv an Grippe erkrankt? Was sind die größten Herausforderungen jetzt? Ich glaube, im Moment geht es darum, noch die letzten Vorbereitungen zu treffen, die ganzen Anlässe zu planen. Es gibt ja tausende von Anlässen rund um die Konzerte herum, mit den Sponsoren zusammenzuarbeiten, dass alles gut läuft mit ihren Events und dass sie entsprechend auch ihre Karten haben und alles gut vorbereitet ist. Ich würde sagen, im Moment ist so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Bei uns nehmen jetzt im Büro die Letzten noch irgendwo ihre Ferien. Meistens so eine Woche bis 10 Tage. Das ist so der gute Schnitt, den man noch so vor dem Festival macht. Es ist ja auch wichtig, dass man frisch in das Festival geht und nicht erschöpft. Meine Partner haben keine Freunde, wenn sie einen erschöpften Festivalintendanten Mitte August sehen, sondern für die ist jetzt, wenn sie kommen, wollen sie, dass ich frisch bin, dass ich natürlich gut repräsentieren kann und dass sie es wirklich auch genießen können. Gut, also jetzt wissen wir, es gibt ein ausgeruhtes Team zum Festivalbeginn. Und wie sieht es aus mit den Künstlern, den Musikern? Haben Sie da, müssen Sie nicht befürchten, dass es da noch irgendwelche Dinge gibt, die in letzter Minute Ihnen irgendwie die Planung schwer machen? Es gibt immer Überraschungen und daran gewöhnt man sich. Das ist Teil der Aufgabe, Teil der Realität, mit der man umzugehen weiß. Natürlich, wenn ich mir jetzt überlegen würde, was alles schief gehen könnte, dann könnte ich sicherlich nicht schlafen, ich könnte auch nicht arbeiten. Und, aber das tue ich nicht, daran denke ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, dass es ein künstlerisch hervorragendes Festival wird, dass die Höhepunkte, die ich mir als Höhepunkte wünsche, auch wirklich Höhepunkte werden, dass es keine Enttäuschung gibt. Ich freue mich natürlich riesig jetzt auf den Start von Ricardo Chailly als neuer Chef des Luzern Festival Orchestras. Und es gibt ein paar Punkte, auch das Thema Frauen natürlich, Primadonna, wo ich mir denke, kommt das gut oder kommt es schlecht? Kommt es letztendlich dann wirklich gut an oder nicht? Habe ich, und das war einer meiner wenigen Entscheide, die ich wirklich selbst getroffen habe, habe ich den richtigen Entscheid getroffen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es meinem Team gut geht, dass alle glücklich sind und auch dieses Festival dann wirklich als ein Glückserlebnis umsetzen können. Sie werden jetzt das 18. Festival, wird es sein, das Sie leiten? Wenn Sie zurückblicken auf die 17, die Sie geleitet haben, gab es da auch Dinge, an die Sie ungern zurückdenken? Wir hatten mal eine Flut in 2005. Da stand es wirklich auf der Kippe, ob das Wasser ins KKL reindringt oder nicht. Wir haben das dann mit Glück überlebt. Wir mussten, glaube ich, 6 Veranstaltungen absagen. Das war hart. Sehr schwierig. Und ansonsten gibt es keine jetzt irgendwelche ganz großen Enttäuschungen, die ich beim Festival erlebt habe. Und natürlich, es gibt immer Ups und Downs mit den Konzerten. Und manchmal ist man wirklich auch enttäuscht innerlich. Aber das Niveau ist grundsätzlich so hoch, dass es der Außenstehende es eigentlich sehr selten wahrnimmt. Gut. Als Tageszeitungsjournalist hat man ja das Privileg, dass man jeden Tag eine neue Zeitung macht und die Fehler des Vortags sehr schnell vergessen sind. Bei Ihnen hingegen ist das etwas ganz anderes. Sie arbeiten ein ganzes Jahr auf einen Moment hin. Ist das nicht eine besondere Belastung? Also wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt, das ist Teil meines Lebens, so zu arbeiten. Wir arbeiten eigentlich alle relativ abstrakt an einem Thema, an Inhalten, an Künstlern, die wir einladen und stellen uns vor, wie das dann wird.
und versuchen das natürlich abstrakt am Schreibtisch zu realisieren. Wir haben nicht irgendwelche Computerprogramme, die das vorspielen. Das wäre übrigens was, ne? Wenn man vielleicht so ein Festival man dann im Vorablauf erleben könnte, im Schnelltempo. Also das haben wir nicht und darum kommt es sehr stark auch auf die Qualität der Arbeit drauf an, auf die Vorstellungskraft, wie etwas sein wird. Und aber das ist Teil dieser Aufgabe, eben so ein Festivalprojekt umzusetzen. Es ist nicht ein Ganzjahresprojekt. Wir sind keine Saisonveranstalter für ein ganzes Jahr, sondern wir sind Veranstalter für 4 komprimierte Erlebniswochen. Sie sind als Intendant künstlerischer Verantwortlicher und auch unternehmerischer Verantwortlicher für das Lucerne Festival. Sie haben selber Violine studiert, sind also Künstler und Sie haben Management studiert in St. Gallen und in Harvard, sind also auch Manager, zusammengenommen Kulturmanager. In Ihrem Innersten drin, wer kommt zuerst? Der Künstler Michael Häfliger oder der Manager? Letztendlich ganz stark der Künstler. Ganz bestimmt. Management habe ich studiert, weil ich mir gedacht habe, du brauchst etwas, damit du das, was du machen willst, noch besser machen kannst. Ein Handwerk, ich habe es nicht gemacht, damit ich besser lerne, aus der klassischen Musik Kommerz zu machen, sondern ich habe es gemacht, weil ich gewisse Dinge gelernt habe. Das hat bei der Buchhaltung angefangen, wo ich kein großer Meister war, aber ich habe mir immerhin ein Werkzeug zulegen können. Das hat mir den ganzen strategischen Überlegungen, das hat im Marketing-Kommunikationsbereich, PR-Bereich, das wirklich zu verstehen. Und es war total spannend. Das war eigentlich eine meiner besten Zeiten in meinem Leben. Gerade auch in St. Gallen, muss ich sagen. Harvard ergänzend natürlich mit den ganzen Case Studies. War auch sehr, sehr spannend, wie man quasi sofort im Leben selbst eine Case Study erkennt und sie zu beurteilen vermag und daraus auch Schlüsse zu ziehen. Wohin man blickt, hat man eigentlich immer Case Studies. Case Studies, Businesspläne, das ist das Vokabular des Managers. Nun glaube ich aber doch, dass Sie sagen würden, so ein Festival zu leiten, ist etwas anderes als eine Kartonfabrik zu leiten. Was ist der Unterschied zu einer normalen Managementaufgabe? Ich glaube, unser Inhalt ist wirklich die Kunst und die Kultur. Und wir streben da nach hohen Zielen, auch nach Ideologien. Gerade zum Beispiel bei uns die Förderung der zeitgenössischen Musik, Förderung junger Künstlerinnen und Künstler, wie wir das in der Academy tun, sind Ziele, die jetzt nicht per se in dem Sinn durch auch hohe Kartenpreise gedeckt werden können. Ziele, die ich in meiner beruflichen Laufbahn bereits seit vielen, vielen Jahren verfolge, eigentlich seit Beginn. Und die es eben auch in einem geschickten Konzept, das letztendlich auch irgendwo wirtschaftlich funktioniert, umsetzen kann. Dazu gehört auch ein Thema, das eine gewisse Ausstrahlung haben muss, das nicht einfach irgendwie ein Allerweltsthema sein kann. Und Projekte, die wirklich auch künstlerische Träume erfüllen können. Sie haben es schon angesprochen, die Finanzierung ist sicherlich eine der ganz großen Fragen, die sich jedes Jahr für Sie stellt. Sie haben nur 3% Subventionen. Das ist ja schon sehr außergewöhnlich. Worauf beruht das? Also es variiert so ein bisschen zwischen 3 und 5%, nicht? Wir können ja zusätzlich auch das KGeld zu günstigeren Mietpreisen nutzen. Das ist noch ein altes Konzept, von dem wir auch heute profitieren. Aber das ist eigentlich die Realität, mit dem sich das Festival schon sehr lange auseinandersetzt. Es wäre sicherlich bequemer, wenn wir 30% Subventionen hätten. Ich arbeite eigentlich grundsätzlich ganz gerne unter solchen Aspekten, unternehmerisch zu arbeiten und auch ganz tolle künstlerische Projekte eben unter diesen Umständen umzusetzen. Das ist vielleicht in der klassischen Konzertmusik einfacher als jetzt in einem Opernhaus, wo man sehr, sehr hohe Fixkosten hat. Aber ich glaube, wenn man das richtig macht, wenn man auch die Partnerschaft mit den Sponsoren richtig pflegt und eben in eine künstlerische Richtung lenkt und führt, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Würden Sie sagen, so diese 3 bis 5% Subventionen müssten eigentlich die Messlatte auch für andere Kulturbetriebe sein? Nein, das würde ich so gar nicht sagen. Sie sind doch so etwas wie ein weißer Rabe, denke ich. Ich würde das so überhaupt nicht sagen. Ich würde sagen, jeder kann seine eigene Welt kreieren.
ich denke, es ist immer auch gut und sinnvoll zu überlegen, wie etwas unternehmerischer aufgebaut werden kann. Es gibt fantastische Kulturunternehmungen oder Kulturunternehmer, die das hervorragend machen können. Also dazu gehört nicht nur Luzern, und die aber auch wirklich faszinierende Inhalte aufbauen können. Trotzdem, dass sie unter schwierigeren Umständen arbeiten müssen, als wenn man jetzt einfach bis unters Dach subventioniert ist. 3-5% Subventionen, etwas mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen haben sie durch den Ticketverkauf und etwa 40% durch Sponsoring, das heißt Gelder von Privaten. Das heißt, ihr Job ist auch, sie sind so etwas wie ein Geldbeschaffer. Ja gut, wir haben natürlich die Sponsoren, die machen ungefähr 37% aus, und wir haben unsere Freunde, die eine ganz wichtige Rolle spielen, die auch noch einen wichtigen Beitrag leisten. Also das sind doch rund 7%, glaube ich, heute. Und Freunde sind mehr natürlich Einzelpersonen und die Sponsoren sind Firmen. Und da sind wir Gott sei Dank sehr erfolgreich. Und das ist harte Arbeit, das will immer wieder neu auch erarbeitet sein. Das sind Verträge, die gehen in der Regel 3 Jahre mit den großen Partnern und andere gehen 1 Jahr. Und also da muss man dann doch sehr viel Zeit investieren. Ganz simpel gefragt, so ein großes Konzert, habe ich gelesen, wenn das jemand ein Sponsor zahlen wird, und es gibt Sponsoren, die so ein großes Konzert finanzieren, kosten zwischen 150.000 und 250.000 Franken. Wieso, simpel gefragt, investiert jemand in ein Konzert, ein großes Unternehmen? Was bringt ihm das? Gut, ich meine, das sind verschiedene Gründe. Das ist sicherlich bei den Unternehmen auch Back to the Community. Das ist ein Engagement in der Region. Es gibt doch immer noch einige große Schweizer Firmen hier im Raum Zürich, Luzern, Basel, die das tun, weil sie daran glauben, dass Kultur wichtig ist. Also das ist nicht ein Sponsoring, das bis ins letzte Detail kommerziell heruntergebrochen ist, wo aggressive Produkte platziert, also Product Placement stattfindet, sondern es ist doch auch ein Sponsoring, wo die leitenden Personen sagen, das ist wichtig, das tun wir, das ist ein Engagement auch aus Glauben an die Kultur, an die Bedeutung dieser Institution. Das sieht man bei uns, man sieht es beim Opernhaus, man sieht es beim Kunsthaus Zürich, man sieht es in Basel natürlich bei den Institutionen. Und das ist schon etwas, das gewachsen ist. Dazu kommen natürlich Experten im Bereich Sponsoring, die schon sehr genau schauen, was gemacht wird, die auch schauen, welche Werte werden erzielt, wie wird die Unternehmung wahrgenommen, und die da Studien machen. Aber grundsätzlich darf man schon sagen, dass eben auch sehr viel Begeisterung für diese Engagements vorhanden ist, bei den führenden Persönlichkeiten der Firmen, wie aber auch in den Teams, die dann das Sponsoring umsetzen. Nun gibt es aber immer wieder den leisen Verdacht, dass sich Kultur und Kommerz nicht miteinander vertragen, dass der Kommerz sozusagen die Kultur herabwürdigt in die Rolle einer Markt und dann dominant ist und eben sozusagen die Kunst beeinträchtigt wird. Das sehen Sie ganz offensichtlich nicht so. Nein, ich glaube, es liegt in der Verantwortung derer, die diese Kulturorganisation führen, also der Intendanten und wer auch immer, dass man das eben gut lenken kann. Sie sehen hier, glaube ich, an meinem Sakko keine Werbung. Und das würden wir zum Beispiel nie tun. Auch nicht hinten. Wir sind nicht beim Fußball. Ich sage jetzt gar nicht, wo wir nicht sind, sondern ich sage, das wird es in der Kultur so nicht geben. Okay. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wir haben zum Beispiel im Konzertsaal keine Werbung von Sponsoren oder andere Werbungen. Das ist einfach kein Thema. Es braucht da irgendwie auch eine wirkliche Grundeinstellung, dass der Sponsor mit seinem Auftritt bis zu einem gewissen Punkt gehen kann und nicht weiter. Und das Weiter ist dann schon auch sehr kommerziell. Wollen denn die Sponsoren Einfluss nehmen auf das Programm? Nein, grundsätzlich nicht. Aber sie haben die Wahl, das zu nehmen, was ihnen gefällt. Und wir arbeiten natürlich schon zusammen. Und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt keine Probleme, ernsthafte Probleme mit Sponsoren, wo sie sich konkret sehr direkt eingemischt haben. Wir spricht auch für unsere Partner, das muss man wirklich sagen, die eigentlich diese Engagements sehr ernsthaft und auch mit einer Eleganz wahrnehmen. Aber wenn Sie das Festival ganz in Richtung
zeitgenössische Musik sozusagen in Richtung Donaueschinger Musiktage hin orientieren würden, dann würden die Sponsoren wahrscheinlich schon vernehmlich sich bemerkbar machen. Sie würden dann wahrscheinlich vielleicht diese Konzerte nicht buchen. Aber wir haben zum Beispiel mit Roche eine ganz tolle Zusammenarbeit im Bereich unserer Festival Academy. Wir haben einen Kompositionsauftrag kreiert, der alle zwei Jahre vergeben wird. Alle zwei Jahre eine große Persönlichkeit und alle alternierend an junge Komponisten. Ein sehr, sehr wichtiges Projekt, wo auch eine Firma zeigt, wir glauben in die Innovation. Innovation ist wichtig. In der Musik findet sie eben mit neuen Kompositionen statt. Darum unterstützen wir auch diesen Prozess. Noch zurück auf etwas, wir haben zu Beginn gesprochen über Ihr Violinstudium und dann eben auch das Managementstudium. Und Sie haben gesagt, ich wollte etwas Neues dazulernen. Ich denke aber grundsätzlich, jemand, der Violine studiert, muss ja nicht noch etwas über Buchhaltung dazulernen. Heißt das, Sie haben irgendwann beschlossen, ich höre mit Violine auf, ich mache etwas Neues, oder dachten Sie, ich kann beides kombinieren? Nein, das heißt ganz genau, dass ich mich aus dem Geigenspielen herausentwickelt habe. Man ist ja doch relativ sehr jung, wenn man so Karriereplanung macht als junger Geiger. Man ist sehr begabt und irgendwo ist die Begabung fast größer als das Lebensalter. Und dann wird man so 20, 21 und dann merkt man, das geht nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war für mich schon noch ein doch ernster Moment, wo ich dann gemerkt habe, du willst eigentlich noch viel mehr, du willst auch noch was anderes machen, als jetzt nur Geige spielen. Kommt dazu, dass ich kein Jascha Heifetz war. Ich war sicherlich ein sehr begabter und sehr guter Geiger und habe mein Studium in Amerika absolviert. Aber ich habe einfach gespürt, da ist noch was anderes, da ist irgendetwas Unternehmerisches in mir. Ich wollte immer Sachen anreißen, immer Projekte lancieren. Eigentlich seitdem ich 5, 6 Jahre war, habe ich eine Sammlung für Biafra gemacht und wir haben bei uns zu Hause eine Party geschmissen und irgendwie 300 Franken gesammelt und meine Eltern haben dann noch 500 draufgetan. Das war so es war immer so dieser Geist in mir, Projekte anzureißen. Aber ist es nicht sehr schwierig für einen jungen Menschen, wenn er dann so einen Lebenstraum begraben muss und sich sagen muss, ich habe vielleicht doch nicht das Talent, um ganz in die Spitze zu kommen? Ja, es war für mich war die Erhellung, das Wissen, dass ich in diese Richtung Intendant gehen wollte, das war für mich wie ein unglaublicher Glücksmoment. Als ich damals, das war 1984, zum damaligen Verkehrsdirektor in Davos ging, Bruno Gerber, ein visionärer Mensch, und ihm gesagt habe, ich möchte mit meinen Kollegen aus New York ein Festival machen. Und er hat gesagt, ich gebe ihm 30.000 Franken. War das für mich ein unglaublicher Glücksmoment. In der Sekunde, wo ich mit dieser Arbeit anfing, ich habe dann selbstverständlich auch noch gespielt und auch weiter Konzerte gegeben, wusste ich, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und vorher war es so ein bisschen ein Fragezeichen, dass mich dieser Beruf des Geigers alleine nicht glücklich macht. Sie haben die Leitung des Lucerne Festival am 1. Januar 1999 übernommen. Damals hieß es noch eben die Internationalen Musikfestwochen Luzern. Und Sie haben rückblickend auf damals in einem Interview gesagt, am Anfang meiner Zeit in Luzern war mir klar, das Festival hat ein Problem. Es hatte insgesamt zu wenig eigenes Profil. Das wollte ich ändern. A, ist es Ihnen gelungen? Und für alle, die Luzern nicht so gut kennen, was ist das eigene Profil, das Sie entwickelt haben? Also die eigene Identität hat es für mich damals nicht so stark gegeben, als dass es keine eigenen Projekte gab. Es gab kein eigenes Orchester, es gab keine eigenen Produktionen, die vom Festival selber produziert wurden. Klar, wir hatten nie Musiktheater gehabt. Wir hoffen, dass wir das irgendwann jetzt dann haben. Und insofern habe ich gedacht, es muss ein Thema viel stärker entwickelt werden. Es muss eigene Produktion geben. Das haben wir dann mit Claudia Bade und dem Lucerne Festival Orchester. War das erste große Projekt, das überhaupt das ganze Festival verändert hat. Und mit Pierre Boulez, mit der Lucerne Festival Academy, haben wir ein zweites großes Projekt geschaffen. Daneben haben wir stärkere Residenzen aufgebaut mit einigen Orchestern, wie
Berliner Philharmoniker oder den Wiener Philharmonikern mit Uraufführungen, mit gemeinsamen Co-Produktionen und haben noch stärker ein Composer in Residence aufgebaut und ein Artist Etoile, ein Artist in Residence. Also mehr residenzielle Projekte, Vernetzungen, die man dann auch im ganzen Festival immer wieder neu erlebt. Sagen das heute nicht oder betreiben das nicht alle Festivals mit eigenen Projekten, mit so bestimmten Künstlern, die man an sich bindet. Wo ist dann wirklich der besondere Punkt von Luzern? Ich glaube, der besondere Punkt ist, dass wir natürlich heute wie damals das Festival sind für die ganz großen und exzellenten Sinfonieorchester. Dass wir zusätzlich unsere eigenen Projekte aufgebaut haben mit dem Luzern Festival Orchester, mit der Luzern Festival Academy. Das ist ein starkes Bewusstsein für die zeitgenössische Musik. Das kann man fast schon in Richtung eines zeitgenössischen Festivals lenken. Wenn Sie mal diese Konzerte rausnehmen aus dem normalen Programm und zusammentun, dann sehen Sie, das ist eine geballte Ladung. Und wir haben viel für junge Künstler getan und somit doch ganz starke, auch neben dem Hauptprofil, großes Orchesterfestival, viele kleinere Profile daneben aufgebaut, die dieses große Profil stützen. Im Konzertbereich, glaube ich, sind wir sicherlich in Europa führend unter den Top 3 und als Festival wahrscheinlich unter den besten 5 dabei. Und das Festival ist sehr gewachsen. Wir sind von 13 Millionen auf 27 Millionen gewachsen. Wir haben jetzt auch mit dem Festivalorchester sehr viele internationale Tourneen wahrgenommen. Wir planen Residenzprojekte in China. Wir werden nächstes Jahr eine große Asien-Tournee machen. Wir haben vor wenigen Jahren das Projekt Arc Nova kreiert, eine mobile Konzerthalle, die für das Erdbebengebiet in Japan eigens kreiert wurde. Wir haben die Mittel dafür gesucht, haben mit dem japanischen Architekten Arata Isozaki und dem englischen Künstler Anish Kapoor diese Vision verwirklicht, haben jetzt den Traum, das nach New York zu bringen und haben uns in vielen Richtungen eigentlich entwickelt. Also wir sind, glaube ich, sehr noch viel vielschichtiger, vielseitiger geworden und wie Sie alle wissen, hegen wir noch einen großen Traum und das ist die Umsetzung der Vision der Saalmodulable. Und das heißt? Das heißt ein Musiktheater auf hohem Niveau für Luzern, für die Region, wie auch für die Schweiz, das die Fähigkeit hat, in einem innovativen Konzept zu arbeiten, also wo sie Zuschauer und Bühnenelemente miteinander vernetzen können, unterschiedlich konfigurieren können und auch neue Visionen in der Regie und in der Konzeption von Musiktheater und Film. Für was ist das sinnvoll? Sie haben jetzt Ihren besonderen Punkt, der Sie auszeichnet, ist, dass Sie ein solches symphonisches Festival sind. Wieso müssen Sie dann auch noch Musiktheater dazu machen? Das machen ja andere Festivals auch. Wäre es da nicht klüger, sich zu beschränken im Sinne des klaren Profils? Ja, Sie reden jetzt von der Kernkompetenz, das ist mir schon klar. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in 10 bis 20 Jahren das Luzern, da werde ich dann nicht mehr dabei sein, eine derartige Infrastruktur braucht. Und ich glaube, als Intendant heute hat man die große Verantwortung, auch über das Morgen und Übermorgen nachzudenken. Wir heute müssen über solche Projekte nachdenken und damit man sie dann in 20 Jahren auch wirklich zur Verfügung hat. Ich glaube, es wird sehr wichtig werden für Luzern, in Ergänzung zum heutigen Konzept einen Raum zu haben, wo man inszenieren kann, wo man neue Formate ausprobieren kann, wo man multimedial arbeiten kann und eben theatralisch und musiktheatralisch agieren kann. Heißt das, laienhaft gefragt, es würde dann auch so ein Opernfestival-Standbein geben? Und da wäre man dann quasi auch in direkter Konkurrenz mit so etwas wie Salzburg. Und so. Opernfestival denke ich weniger, aber ein Festival, das neben einem starken Konzert, neben einem starken Standbein im Bereich Konzert, der sehr lebendig, der sehr vielseitig ist, auch die Möglichkeit hat, gewisse Höhepunkte im musiktheatralischen Bereich zu erreichen. Wie wichtig sind für Sie Stars, die ziehen,
Hat sich das verändert? Ist die Bedeutung der Stars in den letzten Jahren gestiegen? Oder war das zu Beginn, als Sie angefangen haben, auch schon ein besonders wichtiger Zugpferd? Ich glaube, es hat gewisse Veränderungen gegeben. Und es gibt einige natürlich hervorragende Künstlerinnen oder Stars, wenn Sie so sagen wollen, die eine prägende Wirkung auf klassische Musik haben und mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es immer wichtig, auch wirklich die Programme interessant zu gestalten, auf Inhalte zu setzen, immer auch junge Künstler zu präsentieren, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass viel mehr da ist als nur einige wenige große Stars. Aber die Namen, die ziehen in besonderer Weise. Gewisse sicherlich, ja. Und die spielen dann auch, ich habe das irgendwo gelesen, die kosten so bis 50 und 100.000 Franken, die spielen das auch glatt ein. Ich kann jetzt nichts zu den Honoraren sagen, aber die sind relativ erfolgreich, das kann man schon sagen, heute noch. Was heißt heute noch? Heute noch heißt, dass das heute noch funktioniert, dass man aber auch darüber nachdenken muss, ob es morgen auch noch funktioniert und wo überhaupt das Ganze, die ganze Welt dieser Veranstaltungen hingeht. Und das ist ja auch eine Verantwortung, die wir tragen, über das wir nachdenken müssen. Und was machen Sie sich dafür Gedanken? Wieso könnten Sie sich vorstellen, dass das nicht mehr funktionieren wird? Ich glaube, dass die Ansprüche eines Publikums, und das ist völlig normal, sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren eben verändern werden. Es wird nicht alles so bleiben, wie es ist. Die sehr rapiden Entwicklungen in der Technologie, in der ganzen Art und Weise, wie heute Menschen Informationen erhalten, wie sie Filme anschauen, wie sie Live-Erlebnisse vielleicht dann auf dem Mobiltelefon erleben und wie ihre Bedürfnisse sind, wird zu Veränderungen führen. Ich denke sehr stark da an die Formate, also die Form, in der ein Konzert stattfinden wird. Wird das 2 Stunden sein? Wird das 3, 4 Stunden sein? Wird es ein Marathonerleben ist, wie wir mit Peter Stein, Wallenstein hatten, so wo man wirklich von morgens 8 Uhr bis am Morgen um 4 Uhr in Berlin in einer Werkhalle sitzt, auf unbequemen Stühlen, dazwischen sich mit Freunden zum Picknick trifft und dann sieht man wieder Herrn Brandauer. Das war für mich ein ganz großartiges Schlüsselerlebnis. Es gibt jetzt nicht so lange Sinfonien, aber man könnte auch mal verschiedene Passionen von Bach spielen, quasi im Long-Time-Experience. Und dann glaube ich auch, dass was sehr interessant werden wird, sind kürzere Erlebnisse, kürzere Formate, also ein Konzert mit 1 Stunde, vielleicht auch eine halbe Stunde mal. Wir haben unsere Reihe 40 Minutes, die gratis ist, wo wirklich, da kommen alle. Da kommen die Kinder, die Familien, kommen ältere Leute, kommen Leute, die nachher ins Konzert gehen mit Krawatte, dunklem Anzug, setzen sich in einen Raum und sind begeistert von einem spontanen Erlebnis, das kommentiert wird, das moderiert wird. Da kommt auch ein Simon Rattle und erklärt Luciano Berio. Die Leute gehen danach nach dieser Präsentation hin, schauen in die Partitur, sprechen mit Simon Rattle. Das sind wirkliche Erlebnisse. Und ich glaube, auch da müssen wir ansetzen. Wir müssen das, was wir tun, noch erlebbarer machen, stärker vermitteln und die Faszination. Künstlerinnen und Künstler werden in Zukunft mehr reden. Das ist ganz klar. Sie werden auch moderieren. Ein Komponist kommt nicht einfach mehr davon, indem er dann nach der Uraufführung auf die Bühne geht und irgendwie ein Handshake mit dem Dirigenten macht und noch dem Konzertmeister und dem Solo-Cellisten ein Wink gibt, sondern er wird mehr gefordert sein, er muss auf die Bühne gehen, er muss etwas sagen zu seinem Werk. Warum hat er dieses Werk geschrieben? Immer dann, wenn das Publikum das spüren kann, sprich gerade auch bei diesen schwierigen Werken, dass wie ein Tor aufgeht, dass die Leute atmen und dass die Verkrampfung oder eine gewisse Angst vor dem Unbekannten schwindet. Sie sagen, ein Tor muss aufgehen. Sie beschreiben das Konzert sehr stark als ein Erlebnis, neudeutsch als ein Event. Wie wichtig ist dieser Eventcharakter heutzutage und ist es nicht eine Gefahr für den regulären Kulturbetrieb, für die regulären Programme, die das ganze Jahr über stattfinden,
dass die an Attraktivität verlieren und sich alles nur noch auf die Events konzentriert? Ich glaube, ich denke nicht an den Event. Ich denke an aus jedem Moment, den wir erleben dürfen. Heute ist ein besonderer Tag, gerade wurde der Brexit bekannt gegeben. Man redet natürlich nur von dem, aber das ist eine News, die kommt vielleicht alle 20 Jahre einmal, so ein hochwertige. Aber ich will, und es ist mein Wunsch, dass das Publikum, das zu uns kommt, wenn sie nach Luzern kommen, wenn sie in Zürich in den Zug steigen oder in Basel oder in Bern und dann so quasi aus dem Bahnhof Luzern in den Konzertsaal gehen, dass dieses Gefühl da ist, ich erlebe heute etwas Spezielles. Dieser Tag ist etwas ganz Spezielles. Und dass Sie auch, sicherlich die Ansprüche an uns sind hoch. Sie wollen hochkarätige Konzerterlebnisse. Wir haben festgestellt, dass viele unserer Gäste eine Karte bekommen von ihrem Partner als Geburtstagsgeschenk oder man hat einen Hochzeitstag oder Familienjubiläen finden viele statt. Also alle die Menschen, die zu uns kommen, für die ist dieser Besuch etwas ganz, ganz Spezielles. Irgendwo auch etwas Existenzielles. Und ich glaube, das darunter verstehe ich Erlebnis. Nicht Eventkultur, die man managt und marketingtechnisch, kommunikationstechnisch umsetzt und populär macht, sondern das Gefühl, irgendwo auch jeder Tag ist speziell, hat seinen besonderen Wert und gerade auch beim Konzert diese unglaubliche Konzentration auf einen Moment, auch der Musiker, des Dirigenten und des Publikums, diese Erwartung an eine Höchstleistung. Und ich glaube, das spürt bei uns das Publikum eindeutig und das spüren auch die Musiker, die Orchester, die Solisten, dass wenn sie nach Luzern kommen, dass da auch eine Erwartung da ist und dass sie bereit sind, an die Kante zu gehen. Die klassische Musik doch in den Augen vieler Leute, so dass das Image, die Vorstellung, das hat etwas mit elitär zu tun, das hat etwas mit bürgerlich zu tun. Reagieren Sie mit solchen Überlegungen auch auf solche, ich sage es jetzt, Imageprobleme oder würden Sie diese sogar bestreiten? Ich denke nicht an die Imageprobleme. Ich versuche eigentlich immer das, was ich tue, so gut wie möglich und auch leidenschaftlich wie möglich. Ich sehe die klassische Musik als eine fantastische Musik. Sie ist äußerst leidenschaftlich, punkto Emotionalität. Alleine wenn man mal durch die ganzen Beethoven-Symphonien geht, sie mal wirklich im Detail erlebt, und bis hin natürlich Romantik, Barockmusik. Und wenn man da wirklich mal einfach unter dem Aspekt der Leidenschaft so etwas betrachtet und der Emotionalität, dann ist das ein wirklich sehr, sehr tiefgehendes und eben auch emotionales Erlebnis. Ich sehe klassische Musik als eine sehr, sehr emotionale Musik, die weniger in Heartbeats gezeichnet ist, als durch Beweglichkeit, durch eine rhythmische Feinheit, die sich immer wieder verändert und die auch irgendwie stilistisch Epochen von der Barockzeit bis heute in die Moderne wahrnimmt und immer wieder neu umsetzt, durch neue Interpreten immer auch neue Interpretationsmöglichkeiten schafft. Aber wenn man mit Vertretern der Klassikszene redet, dann hört man doch sehr stark, dass es eine nicht völlig gleiche Verteilung der Zuschauer und Zuhörer über die Generationen gibt. Mit anderen Worten, dass es schwierig ist, junge Menschen für die Klassik zu begeistern. Das sind natürlich sehr pauschale Aussagen. Ich bin kein Freund von solchen Aussagen. Wir setzen uns intensiv mit diesem Thema auseinander. Wir machen sehr viel Marktforschung. Gerade jetzt haben wir wieder ein Projekt gestartet, wo wir natürlich über die Altersstrukturen des Publikums nachdenken. Wir schauen in einem Sinfoniekonzert, wo sind die Jungen? Sind die nur bei den billigen Karten oder gehen sie auch in die teureren Karten? Ab wann gehen sie? Mit welchem Alter gehen sie in die teureren Karten? Wer geht bei uns in die Academy-Konzerte? Wer geht zum Straßenfestival? Wir haben ja auch sehr viel, sehr Breites. Wer geht in die 40 Minutes? Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man hat, das zu eruieren und dem nachzugehen und da immer wieder Umfragen zu gestalten. Ich glaube, es gibt bei der klassischen Musik gewisse Grundmuster des Verhaltens. Tendenziell
Junge Menschen werden in dem jungen Alter von ihren Eltern mitgenommen. Und ich sage mal so, in einem Studiumsalter bis zum ersten richtigen Job gibt es ein bisschen andere vielleicht Prioritäten. Wir sehen, dass natürlich der Grundstock unseres Publikums schon so richtig entsteht bei den Sinfoniekonzerten, die ja mit auch zu den tragenden Säulen des Festivals gehören, wo ich schon sagen kann, ab 40 geht es dann aufwärts. Wir müssen auch wissen, dass viele Menschen zwischen 35 und 50 sind im Aufbau ihrer Karriere, haben andere Dinge, um die sie sich kümmern müssen, auch Familien mit Kindern. Babysitter sind immer wieder ein Problem. Wenn sie irgendwo in Zürich wohnen, sie wollen ans Konzert in Luzern, sie haben drei Kinder zu Hause, ja, dann haben sie einfach schon mal grundsätzlich ein Problem. Man könnte jetzt sagen, das Festival müsste dann noch den Babysitter mitliefern, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber immer wieder, ich glaube, wir sind ein Ort, wo die Leute hingehen, nicht im Alltagsgefühl, sondern um etwas ganz Außerordentliches zu erleben, das sie nirgendwo sonst erleben können. Sie haben von den Herausforderungen der modernen Technologie, der Digitalisierung vorhin gerade gesprochen. Was heißt das für Sie? Findet das Luzern Festival irgendwann mal nur noch digital statt? Oder aber sagen Sie nein, gerade in der digitalen Welt hat das Live-Erlebnis, das gesellschaftliche Erlebnis, eben, dass man selber dabei sein kann, eine Bedeutung, die sich durch nichts anderes ersetzen lässt? Also ich glaube, die digitalen Entwicklungen müssen wir sehr sorgfältig beobachten und wir müssen sie als positiv betrachten. Ich habe jetzt gerade beim Kunsthaus Zürich bei der Pippi Lotterist-Ausstellung die App runtergeladen, habe das benutzt, als ich schon vor der Ausstellung und als ich in der Ausstellung war, fand das ganz hervorragend. Und habe das natürlich meinen Mitarbeitern auch gezeigt und dann habe gesagt, das ist wirklich so eine Entwicklung, wenn wir ein Thema Primadonna haben, musst du ein App Primadonna runterladen können und dann muss diese Welt Primadonna aufgehen mit Porträts über alle Dirigentinnen, vielleicht auch mit Filmaufnahmen, mit einem schönen moderierten Einführungstext. Ich glaube, da haben wir große Chancen mit den sozialen Medien. Informativ in der Vermittlung wirklich etwas zu tun, auch zu den modernen Werken, zu den Jugendprojekten. Und die müssen wir nutzen und die müssen wir noch viel, viel stärker nutzen, auch in Luzern. Und dass wir da eine Kommunikationsebene aufbauen, gleichzeitig auch mit Facebook-Usern. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie 6000 Facebook-User hat. Es geht ja darum, dass man mit denen nachher auch kommuniziert über die Chats und was auch immer. Und Sie können sich vorstellen, dass ich mit Jahrgang 61 nicht der bin, der mit dem schon einfach nur ganz natürlich umgeht. Also das erfordert auch eine gewisse Umstellung. Und, aber die Dinge muss man sehr sorgfältig betrachten. Und man muss sie auch als eine Chance sehen, noch viel schneller und tiefer kommunizieren zu können. Heute kommt jemand zu uns ins Konzert, er kauft sich ein Programmheft. Die Chance, dass er dieses sehr schön gestaltete Programmheft wirklich durchliest, die ist sehr gering. Die meisten enden dann auf Seite 3. Die schauen sich noch die Sponsoren an, sie schauen sich die Liste Stiftungsrat und Organisation an. Dann schauen sie, welches Programm, wie lange es geht. Und wenige wirklich lesen dann diese wunderbaren Texte. Und glaube ich, da müssen wir weiterkommen. Wir bleiben auf der Seite 1, beziehungsweise auf dem Titelblatt des Programmheftes. Dort steht nämlich, und Sie haben das Stichwort schon zweimal selber gebracht, Primadonna. Das ist so etwas wie ein Leitgedanke für das diesjährige Festival. Sie haben jedes Jahr einen anderen Leitgedanken. Diesen haben Sie offenbar selber gewählt und sind gespannt, wie er ankommt. Was wollen Sie mit Primadonna? Das ist ein Hommage an die Frauen in der Kunst. Speziell natürlich in der Musik, an das, was Frauen heute schon leisten. Wir haben hervorragende Protagonisten, nehmen wir mal Ann-Sophie Mutter, sicherlich eine der Leitbilder unter den Frauen auf der Bühne, die ja schon mit 13 Jahren in Luzern in Mecken begonnen hat und nahtlos ihre Karriere eigentlich durchgestaltet hat, durchgezogen hat. Wir haben eine jüngere Exponentin wie Barbara Hannigan, die eine tolle Sängerin ist, die eine tolle Dirigentin ist. Aber auch irgendwo als Figur auf der Bühne, als Vermittlerin auf der Bühne Leute fasziniert und gleichzeitig auf einem
sehr, sehr hohen Niveau das tut. Olga Neuwirth, eine der interessantesten Komponistinnen. Und wir wollen wirklich in diesem Jahr auch den Aspekt beleuchten, wie sieht die Zukunft für Dirigentinnen aus. Und Sie stellen ja schon das Ganze auch in den Zusammenhang eben mit der Frage der Gleichberechtigung der Frau, oder? Ja, also sicherlich. Die Stellung der Frau in der Musik ist offenbar, ich sage es jetzt etwas pointiert, etwas prekär. Ich glaube, bei den Solistinnen, bei den Instrumentalistinnen, Solistinnen, ist sie relativ gut entwickelt. Also wir haben doch einige wirklich sehr, sehr starke Solistinnen und auch bei den Komponistinnen. Bei den Dirigentinnen ist das Bewusstsein dafür noch unterentwickelt. Das heißt, sie sind sehr rar. Dirigentinnen sind rar. Kommen immer mehr, interessanterweise. Aber es ist doch noch ein Thema, das noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und wieso gibt es so wenig Dirigentinnen? Es gibt eben relativ viele, aber noch wenige sind bekannt. Und gerade in den skandinavischen Ländern, in den baltischen Ländern, kommen jetzt plötzlich ganz faszinierende Persönlichkeiten. Und wieso hat es dann so lange gedauert, dass diese Dirigentinnen langsam erst bekannter werden, währenddessen wir alle die Namen von prominenten Dirigenten natürlich wissen? Und es sind, wenn man zurückschaut, alles Männer gewesen. Also es ist eine ganz klare Männerdomäne. Wieso ist das so eine Männerdomäne? Liegt das an den Musikern? Liegt das an den Orchestern? Oder liegt es an der Erwartungshaltung des Publikums? Ich glaube, es liegt an allem. Definitiv hat man nicht geglaubt, dass Frauen als Dirigentinnen wirklich ernsthafte Karrieren machen können. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge schauen, weil es natürlich irgendwo ein Beruf ist, wo sich viele nur Männer vorstellen können. Der Maestro, der souveräne, große Mann. So das letzte Bild des großen Machos ist eigentlich der Maestro-Beruf. Seien wir ehrlich, ich meine, wir haben großartige Dirigenten bei uns. Ich denke jetzt eben an Ricardo Chailly oder Simon Rattle und die wirklich Bernhard Haitink, einer der ganz Großen, unvergleichlich fantastisch sind. Aber ich bin überzeugt, in 20, 30 Jahren oder vielleicht auch schon früher wird es Frauen geben, die gleich agieren können. Und heute, bis jetzt hat man nicht wirklich daran geglaubt. Aber die Tatsache, dass das Birmingham Symphony Orchestra nach Andris Nelsons jetzt eine Frau wählt, ist eine Tatsache. Es geht weiter. Es gibt jetzt Chancen. Und sie werden anders wirken, sie werden anders projizieren als Männer. Aber ich glaube, das kann sehr spannend werden, auch in der Interaktion mit dem Orchester, in dem Prozess. Was sind denn die Unterschiede? Wie stellen Sie sich vor, dass eine Dirigentin am Pult anders agiert als ein Dirigent? Das Hauptproblem ist, dass wenn man eine Dirigentin sieht, und sie kommen ja wahrscheinlich am 21. August zu unserem großen Primadonna-Tag, wo wir, glaube ich, an die 7, 8 Dirigentinnen vorstellen, und dann werden sie das erleben können, ist einfach anders als ein Mann. Nicht? Sie suchen nicht, sie suchen nicht den gleichen Weg, wie das der Mann tut. Und damit will ich gar nicht gewichten, was jetzt interessant oder weniger interessant ist. Ein Mann kann letztendlich auf der ganzen Erfahrung aufbauen, auf den vielen Dirigenten, die es vor ihm gegeben hat, die es eine Selbstverständlichkeit gibt. Mann ist der Dirigent. Bei den Frauen ist das einfach noch nicht vorhanden. Frauen gibt es jetzt vielleicht heute 10, die einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht haben. Die haben noch nicht die Erfahrung, schon 100 Jahre quasi in diesem Geschäft erfolgreich zu sein. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und darum ist ja eben auch ein gewisses Bekenntnis dazu und zu sagen, man muss es tun oder man macht es, auch wichtig, damit überhaupt mal die Chance entsteht. Damit Frauen in Zukunft eben auch gleiche Möglichkeiten haben als Dirigentinnen, wo auch immer. Wie reagiert das Publikum? Haben Sie schon Feststellungen gemacht? Finden die Leute das anfänglich komisch, wenn eine Frau da vorne steht? Und sagen nachher, ach, die kann es ja auch? Oder was ist Ihre Erfahrung? Ich glaube, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich schon auch Menschen, die sagen, wir schauen uns das vielleicht mal an. Aber wir gehen dann natürlich nachher zum So und So.
Und da wird es einige geben und darunter einige Frauen, die sagen, toll, fantastisch, dass das jetzt so mal erlebbar ist, dass wir diese also eine Vielseitigkeit an Frauendirigentinnen erleben. Es wird sicherlich vielleicht auch gewisse Enttäuschung geben, wo einfach, ja, jetzt einfach diese Dirigentin vielleicht die Erwartung nicht erfüllt hat. Aber ich glaube, es wird viele geben, die sich darüber auch freuen. Ist die Klassikszene ein besonders konservativer Teil des Kulturbetriebs? Da können wir jetzt lange diskutieren. Sie wird natürlich immer wieder in eine gewisse Nische gedrängt, weil sie Klassik ist. Wie gesagt, die Formate sind wichtig zu durchbrechen. Ich glaube ganz stark an die Musik, die als Klassik bezeichnet wird. Ich sage immer wieder gesagt, man müsste einen neuen Namen erfinden. Aber das jetzt emotionale Musik zu nehmen, wäre ein bisschen kitschig. Klassik ist eigentlich nicht der richtige Begriff für diese Musik. Sie ist viel zu weit, breit, viel zu emotional, viel zu facettenreich, als dass man sie einfach so als Klassik nicht. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu ihr. Wir müssen jetzt irgendwie damit leben und in der Kommunikation die Dinge so entwickeln, dass Menschen und immer mehr Menschen spüren, wenn ich in ein klassisches Konzert gehe oder als ein Konzert, das so bezeichnet wird, kann ich mich auch irgendwo neu entdecken. Ich kann was Neues erleben. Meine Gefühle werden berührt. Ich kann auch meinen Gefühlen freien Lauf lassen in einem letzten Satz einer Mahler-Symphonie. Oder ich kann das wirklich exzentrische, fantastische in einer Tschaikowski-Symphonie wie auch in einer Bruckner-Symphonie wieder eine Eingekehrtheit und in den klassischen Mozart-Symphonien eine Eleganz und Brillanz wahrnehmen. Und das muss man noch, glaube ich, viel stärker akzentuieren. Und das tun Sie wie? Diese stärkere Akzentuierung, was meinen Sie damit? In der Kommunikation. In der Kommunikation. Ja. Da wird sich einiges tun müssen. Also wir können es nicht mehr einfach so in so zack und erwarten, dass das einfach alle verstehen. Und der Mensch will heute direkter betroffen werden, direkter eingebunden werden. Er will stärker noch in den Prozess eingebunden werden. Er will die Künstler spüren, er will sie sehen, er will sie nicht nur in einem einzigen 2-Stunden-Format, sondern auch noch vielleicht eben dann in einer Lounge nach dem Konzert. Wir starten ja da ein neues Projekt bei uns jetzt auch und unter dem Namen Intervall. Er möchte noch zusammensitzen und ein Bierchen trinken mit den Musikern von den Berliner Philharmonikern oder vom Festivalorchester. Wenn man so Neues in einer tradierten Branche, ein Neues hereinzubringen versucht, dann ist ja immer die Problematik da, dass man vielleicht die Leute vor den Kopf stößt, die immer so gewohnt waren, wie es jetzt läuft. Ich denke, wenn Sie solche Ideen haben, wie auch kürzere Konzerte und so, begegnen Sie dieser Problematik. Absolut, darum haben wir auch ein breites Angebot. Und wenn wir etwas Neues probieren oder machen wollen, probieren wir es zuerst aus. Wie zum Beispiel 40 Minutes. Und es gibt ja Wege, wie man so etwas machen kann. Man muss ja nicht gleich alle vor den Kopf stoßen. Das ist genauso, wie wenn Sie jetzt ein Fußballspiel von 90 Minuten auf 40 Minuten runterbrechen. Werden Sie nicht an der nächsten WM tun, sondern Sie werden das vielleicht mal irgendwo in einer Kleinstadt ausprobieren. Wie reagieren die Leute? Was ist das Feedback? Kann das Publikum nachher noch mit den Spielern zusammenkommen? Und diese Barrieren müssen abgebaut werden. Herr Häfliger, unsere Zeit geht zu Ende. Lüften Sie noch ein letztes kleines Geheimnis für uns. Ich habe in verschiedenen Berichten gelesen, der Intendant schleicht sich immer am Schluss in den Konzertsaal rein und setzt sich dann auf Reihe 17, Platz 22. Offenbar ist das hier. Was ist das Geheimnis dieses Platzes? Nichts, es ist einfach mein Stammplatz, da sitze ich. Den hat man mir mal zugewiesen zu Beginn meiner Tätigkeit und den habe ich heute noch. Er ist sehr bequem, weil man schnell nach hinten zu den Künstlern kommt. Man ist dort auch, wo ein wichtiger Teil auch des Publikums ist, den man begrüßen muss und so. Ist halt jetzt einfach Tradition. Herr Häfliger, wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Stammpunkte, 2 Journalisten, ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen
und zwar auf www.nzz.ch. Wir hoffen, Sie seien auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen.